Ja, die Narren sind unterwegs, es regnet Konfetti, es ist Fasching. Es ist aber auch Krieg in der Ukraine und vor knapp 2 Wochen hat eine der größten Naturkatastrophen unserer Zeit in der Türkei und in Syrien fast 50.000 Menschen das Leben gekostet. Haji Akbulut steckt in beiden Welten. Zum einen feiert er mit seinen Gästen in seinem Lokal und zum anderen bangt er um seine Freunde und seine Familie in seiner alten Heimat. Wie es ihm dabei geht und wie es um die Spendenaktion, die er ins Leben gerufen hat, steht, darüber plaudern wir gleich. Herzlich willkommen bei TV Mürz, herzlich willkommen bei einer Sendung, die vom bunten Faschingstreiben in der Region geprägt ist, in der wir aber auch nicht die dunklen Seiten des Lebens vergessen. Mein heutiger Gast ist Haji Akbulut, den viele aus einem Restaurant in der Wiener Straße kennen. Ja, und wir dürfen ich darf heute mit Ihnen über beide Seiten reden. Schön, dass Sie da sind. Freut mich auch. Ja, ich habe schon gesagt, man kennt Sie aus dem Lokal in der Wiener Straße, das El Camino, seit 2014 hier wirklich, ja, total, kann man sich nicht mehr wegdenken. Erste Frage jetzt mal, bevor wir in ein wahrscheinlich sehr emotionales Gespräch gehen. Sie haben in Althofen schon eine Pizzeria, ein Restaurant mit Ihrem Bruder betrieben. Wie sind Sie noch mit Zuschlag gekommen? Das hat es einfach so ergeben eigentlich. Eine Freundin hat mir empfohlen, dieses Lokal zu anschauen mal. Und dann bin ich hier gekommen, da habe ich das Lokal das angeschaut. Also war schon interessant. Und das Lokal, die Räume, hat mich so fasziniert. Die Räume selber, gell? Und dann habe ich mit Herrn Bürgermeister, Herr Roditscher geredet, ob die eine Familienrestaurant der Umgebung fällt. Und er war von dem Ganzen auch richtig überzeugt. Und nachdem habe ich mal angefangen und ich bin sehr froh, dass ich hier, jetzt ist meine zweite Heim, also ich bin hier zu Hause eigentlich. Mhm. Wenn ich auch nach Hause fahre oder sowas, nach einer gewissen Zeit sage ich, jetzt muss ich haben, jetzt muss ich meine Gäste bedienen. Also ich fühle mich wirklich richtig wohl hier zu Hause. Das spüren auch die Gäste und so kennen Sie auch die Gäste. Stets gut gelaunt, freundlich. Aber am 6. Februar dieses Jahres hat Ihr Leben schon einen schweren Schlag bekommen, kann man sagen. Wir haben das alle gehört in der Nacht. Schweres Erdbeben der Stärke 7,7 in der Südosttürkei, Ihrer alten Heimat. Wie haben Sie davon erfahren, was waren Ihre ersten Gefühle dabei? Also irgendwie mein Familienrest ist direkt von der gleichen Stadt, was die betroffen hat. Also in Gaziantep ist, und um 4 Uhr in die Früh oder 4:30, mein Bruder hat in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass eine große Erdbeben war, aber Anna gut geht. Dann haben wir im Fernsehen eingeschaltet, das ist ja keine Erdbeben, das ist bitte Weltuntergang, ist die ganze. Und es betroffen hat 10 Städte, 15 Millionen Einwohner hat die Menschen betroffen. Also die viele Städte siehst du nicht einmal, also die Stadt ist nichts mehr da eigentlich. Wir stehen jetzt Mitte Februar bei einer Opferzahl von 47.000. Das wird aber wahrscheinlich noch nicht das Ende sein. Haben auch Sie Familienmitglieder verloren? Also was direkt Familien betrifft, so sag mal, Gott sei Dank nein. Man sagt jetzt leider Gott sei Dank nein und sind andere viele Bekannte, viele Freunde, Verwandte von Weitem sind dabei. Ist egal, die Menschen sind einfach da. Mhm. Die Kinder, die Mamas, also das kann man wirklich nicht einmal beschreiben. Also ich will nicht einmal das hören. Einfach. Ist sehr schwierig. Ich habe es gesagt, ein sehr emotionales Gespräch, weil Sie auch sagen, wenn Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden telefonieren, da ist eigentlich eher Schluchzen und Weinen als die können Sie nicht einmal erzählen. Mhm. Die weinen und erzählen sie dir wirklich, was passiert ist. Ja, meine Schwester hat bei mir erzählt, dass sie haben geglaubt, es wird unter jetzt.
Also das ist nicht Erdbeben, das ist Welt geht unter. Die, mit Weinen und erzählt sie die ganze. Und egal mit wem du telefonierst, hat ganz gleich. Also eigentlich, psychisch bist du fertig mit dem Ganzen eigentlich. Vor allem, das ist ja nicht nur dieses eine Beben. Es hat ja erst kürzlich vor ein paar Tagen ein Nachbeben mit der Stärke 5,0 gegeben. Gestern auch. Also das ist ja ständig. Noch, ja. Die Erde ist ja ständig in Bewegung. Ja. Ist noch immer der gleiche leider. Sogar türkische Medien sprechen von der Natur, also von der Katastrophe des Jahrhunderts. Ja. In ihrem Heimatdorf oder in ihrer Stadt, wir kennen jetzt diese Bilder, wo wirklich Dörfer, Städte platt sind. Wie ist die Situation in Ihrem Heimatdorf, in Ihrer Heimatstadt? Also in meiner Stadt selber schlimm. In Dörfer, was die einfach in kleine Dörfer, die Menschen, was die für sich selber Haus gebaut haben, die stehen sie noch. Aber die Hochhäuser, die in Stadt, die Hochhäuser mit 15, mit 10 Stöckeln sind alles zusammengestürzt. Einfach sind alle weg. Und zwar Bezirken sind neben unserer Hauptstadt. Die sind doppelt groß wie Leoben oder so. Die sind weg. Einfach, du siehst von der Stadt. Nur bei Häusern stehen einzelweise. Aber der Rest ist alles weg. Und diese Häuser, auch wenn sie stehen, das ist nicht wohnbar. Also es ist unmöglich. Alles wirklich. Das schaut wie Krieg aus. Das ist ja kein Erdbeben. Das ist alles weg einfach. Aber jetzt weiß man ja, dass die Bausubstanz in Häusern schlecht ist oder dass einfach mit billigsten Mitteln gebaut wurde. Zigtausende Häuser wurden im Nachhinein erst genehmigt, das waren Schwarzbauten waren. Bekommt man dann, wenn dieser erste Schock dann weg ist, schon ein bisschen auch ein bisschen Wut auf die Zuständigen? Ein bisschen mehr. Also so gesehen, also diese Hochhäuser, die sind von irgendwelchen Firmen gebaut, sind einfach. Die verkaufen wohnungsweise. Die verkaufen sie nicht die ganze Stockeln jetzt auf einmal. Wohnungsweise verkaufen sie. Und die Wohnungsweise haben sie so fusch gebaut, also wirklich bis nicht mehr Geld. Hat keiner kontrolliert, hat keiner nachgeschaut, ob das nach Regel gebaut sind, die einfach. Die einfach, irgendwie haben sie gebaut und bei so einem Erdbeben ist ja alles zusammengestellt. Babkarton zusammen. Deswegen habe ich gesagt, im Land, was irgendein Beispiel, was ich mein Haus gebaut habe, ich nach meinem Geschmack gebaut, habe nach meinen Regeln gebaut. Da ist ja nichts passiert. Aber die größten Städte, wenn die Hochhäuser betrifft, sind nicht so. Mm. Ja, man hat ja Bilder gesehen, das war ein einfach, die sind untergestürzt, ja. Alles Ganze leider. Ja, jetzt geht es daran, das wieder aufzubauen und wieder zu helfen. Und ja, wie man helfen kann, darüber sprechen wir nach den Beiträgen, die jetzt das bunte Faschingstreiben in der Region zeigen. Und danach geht es weiter eben, wie kann man helfen und nun hinein ins bunte Faschingstreiben, das ein bisschen ablenkt von den dunklen Momenten im Leben. Ramba, Zamba, Fasching in Mürz, das ist auch heuer wieder das Motto. Bei herrlichem Wetter hier in der Mürzer Innenstadt in der Wiener Straße geht es am Fasching-Dienstag wirklich zur Sache. Der große Faschingsumzug ist nämlich am Programm und wir schauen mal in Richtung Wiener Straße, ob sich schon etwas tut. Nein, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die ganzen Gruppen sind noch in Vorbereitung und wir nützen natürlich diese Zeit und zeigen Ihnen, was bis jetzt passiert ist. Und unser Kameramann Thomas Jamba war unterwegs, unter anderem im Hönigsberg im Casino und hat dort den Kindermaskenball gefilmt. Volles Haus im Casino Hönigsberg. Beim Kindermaskenball begeisterten die Mädchen und Buben mit ihren Faschingskostümen, die bunt, kreativ und ideenreich waren. Stressige Zeit, aber wenn man sieht, was da jetzt halt alles los ist und was die Kinder bzw. Familien für einen Spaß haben, dann weiß man, was man macht. Das macht die richtige Freude und das motiviert uns. Stärken konnten sich die Kleinsten mit Limonade und Krapfen. Für beste musikalische Unterhaltung und ausgelassene Stimmung sorgten die Mürzer Spitzburm. Volles Haus also im Casino Hönigsberg. Es war einiges los, gute Stimmung und die Kleinen hatten wirklich einen Spaß. Und wir schauen, ob bereits der Faschingsumzug im Anmarsch ist. Ja, wir sehen ihn schon in einiger Entfernung. Wir haben aber noch einige Minuten und diese Zeit nützen wir. Es gab nämlich eine weitere Veranstaltung für die Kleinen, nämlich ein Kinderfaschingsfest im Stadtsaal und auch hier einige Eindrücke.
Die Kinder tanzten mit Begeisterung, präsentierten ihre Verkleidungen und hatten Spaß bei dieser Veranstaltung im Stadtsaal Mürzzuschlag. Ja, wir haben bei diesjährigen Kinderfaschingsfest wieder mit dem Mürzer Spitzbum eine Live-Musik und mit der Gruppe Dancation Tanzanimation und eine Tanzvorführung. Weiters bitte die Kinderfreundschaftsgruppe mit Zuschlag ein Kinderschminken und ist natürlich auch für die kulinarische Verpflegung verantwortlich. Und dazu gehörte natürlich auch Popcorn. Das Kinderfaschingsfest ist Fixpunkt im abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm in der verrücktesten Zeit des Jahres. Jetzt ist er endlich eingetroffen, der Umzug hier in der Wiener Straße. Unter der Spitze natürlich der Wagen der Faschingsgilde und unser Präsident, der Mario Mayer. Mario, was sagst du zu diesem Ereignis? Mürz auf, Mürz auf, Mürz auf! Es ist ja herrlich, dass wieder so viele Zuschauer sind. Ein perfektes Wetter wird bestellt. Lasst uns den Fasching feiern. Dieser Herr hat eine Flöte. Wie klingt der Flöte? Das ist keine Flöte, das ist ein Bariton, Euphonium genannt, auch im Fasching. Oje, peinlich, peinlich, peinlich. Lost Generation seid ihr. Also nach euch kommt nichts mehr? Doch. Habt ihr eine Zukunft überhaupt? Ja, sicher. Ja. Wir müssen auf die Umwelt achten. Welche Botschaft habt ihr an alle Besucherinnen und Besucher? Das ist ganz eine wichtige Botschaft, weil wir sind ganz für Uhudler, für alle. Wieder eine sensationelle Neuigkeit hier beim Mürzer Faschingsumzug, nämlich eine mobile Haltestelle, bitte. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, die liebe Frau Umweltministerin hat uns ja leider die Bahnhaltestelle gesperrt in Hönigsberg. Und wir haben gesagt, okay, da müssen wir halt selber Initiative ergreifen und die Haltestelle mobil machen und quasi meiner Lok nachfahren, dass wir wieder Haltestelle kriegen. Schau, da kommen die Fahrgäste schon. Und das ist der Gewessler Langexpress. Aha, und du bist die Frau Minister? Schimpfe nicht so schier. Oh, so empfindlich, sei nicht so empfindlich. Das Waschen. Komm, hol das Lasso raus. Die Fischlinge kommen und Indianer. Wir reiten um die Wette. Ohne Rast und ohne Ziel. Ja, und jetzt hier ein besonders gut verkleideter Kameramann. Was machst du hier? Ich gehe mir aus als Thomas Jambor. Ja, so gut kannst du denn nicht filmen? Nein, leider, ich bin da am Üben dabei, aber es wird irgendwann einmal werden. Das ist ein Hobby, was du da hast, eine Hobbykamera? Das ist eine Hobbykamera, ja. Aber bitte muss das sein, der ganze Müll hier in der Wiener Straße und das während des Faschingsumzugs? Ich bemühe mich eh schon sauber, das liegt am Baum und da wisch es nicht. Aber wir sind jetzt da, damit wir die Stadt bereinigen, weil wir jetzt Zuschlag hat bald 100 Jahre und dann müssen wir es sauber machen und da bin ich halt da. Das schaut ja aus wie ein Tanklöschfahrrad. Ja, ist eh. Immer schwer im Einsatz, gute Qualität noch vom Buch. Heute ist Fasching-Einsatz ein sehr schwerer Einsatz. Also aber was heißt schwer? Ja, wir müssen heute etliches löschen. Also es ist Brandhärte überall. Wann wird Brand aus sein? Ja, um halb. Um halb. Na super, so lange bleiben wir da. Fanny, wie schaffst du das immer, dass du so nüchtern ausschaust? Ja, wenn du das ganze Jahr saufst, dann macht es immer einen nüchternen Eindruck. Und dir gelingt es ja, trotz dieser Masken, dass du nie einen guten Schmäh umbringst. Warum? Das ist angeboren. Das ist erblich bei mir, glaube ich. Auch die Kleinen sind natürlich dabei beim Mürzer Faschingsumzug. Wie heißt du? Kiana. Und welche Verkleidung hast du ausgewählt? Ein Drache. Was könnt ihr mit eurem supermodernen Gerät überhaupt machen? Das darfst du mich nicht fragen. Ich gehöre zur alten Gardiner. Ich und der Franz, unser Gründungsmitglied, was dabei ist heute, den halten wir in Ehren. Heute haben wir alle mitgenommen, wirklich alle. Das ist von einer Serie, Wednesday heißt die Serie, auf Netflix und ja, das hat uns inspiriert und das machen wir jetzt. Die einzigen, die die Regeln heute befohlen, sind die Panthers, ja, unser Footballteam. Aber das Publikum heute, das geht gar nicht, das Publikum. Go Panthers! Moment, das ist aber kein Spieler, oder? Sind Sie ein Spieler? Nein, Cheerleader, wir tun da anfeiern mit dem Publikum. Go Panthers! Kompliment, go so eine fesche Cheerleaderin am Mürzer Fasching, unglaublich. Was passiert da?
Naja, wir arbeiten für die Stadt mit Zuschlag, weißt du, die ganzen Heintl-Männchen, ob alles richtig mache, ist auch eine Frage, aber wir arbeiten und arbeiten. Ja, die Sonne scheint nicht nur am Himmel, sondern auch hier beim Faschingsumzug. Bitte, wie ist das möglich, Urlaubsstimmung mitten im Februar? Auch im Februar gibt es Urlaubsstimmung. Ob Skiurlaub, ob Strandurlaub oder vielleicht auf Hawaii, aber auf Club Holiday. Machen wir raus aus der Krise. Santa Eloise. Endlich mal wieder ordentliche Fasching. Und wie bist du verkleidet? Alman. Warum? Ich finde Superhelden einfach cool. Bei uns ist viel los. Wir sind heute als Papst sind wir da unterwegs mit ein paar Klosterschwestern. Dass wir ein bisschen wieder Ruhe noch mit Zuschlag einbringen, ein bisschen mehr Heiligkeit. Darum haben wir gesagt, wir gehen heuer als Papst und die Nonnen. Jetzt aber ganz ehrlich, wir senden das eh nicht. Was treibt ihr da eigentlich? Ha? Viel! Ja, nicht nur in der Wiener Straße waren alle teilnehmenden Gruppen zu bewundern, sondern hier am Stadtplatz werden sie noch einmal ordentlich bewertet von einer Jury, die hier Punkte vergibt und die dann die ersten Preise kürt. Der Mürzer Fasching hat für Groß und Klein viel zu bieten. Während hier im Halligalli-Zelt mit zünftiger Musik die Post abgeht, gibt's im Stadtsaal ein Kinderprogramm und dort schauen wir jetzt vorbei. Wir haben dieses Jahr erstmals in Zusammenarbeit Gemeinde Mützzuschlag, Faschingsgilde und Tanzgruppe Sensations ein Kinderprogramm angeboten. Es dürfen alle Kinder, die Zeit und Lust haben, bei uns tanzen, spielen, malen, basteln. Während so manche Elternteile schon im Zelt den Faschingsausklang feierten, wurden die Kleinen im angrenzenden Stadtsaal betreut. Und sie hatten sichtlich Spaß daran. Vom Kinderprogramm im Stadtsaal geht's nun zurück in das Halligalli-Zelt. Dort gibt's Live-Musik und entsprechende Getränke und natürlich einen bunten Faschingstrubel zum Ausklang. Mit purer Faschingsstimmung bei der Bauerparty im Disco-Zelt sowie bei Live-Musik von Captain Klug und den Zwergsteirern ging das närrische Treiben in Mützzuschlag zu Ende. Es war gleichzeitig Auftakt für die Feierlichkeiten zum 100-Jahre-Jubiläum der Stadt Mützzuschlag. Zingezange, Zingezange! Erleben Sie unser neues Küchen- und Möbelstudio im Miele Center Stadtwerke Mürzzuschlag, Mariazellerstraße 45C. www.stwmz.at. Nach langer Zeit des Wartens ist es endlich wieder soweit. Der Neuberger Fasching wird gefeiert und zwar mit viel Freude und Begeisterung. Auch die Gemeindeverantwortlichen sind zufrieden. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Nicht? Alle zwei Jahre macht die Gemeinde Neuberg einen Faschingsumzug. Jetzt haben wir ein bisschen ausgesetzt. Jetzt haben wir heuer wieder einen gemacht. Der Bürgermeister hat sich entschuldigen lassen. Keine Ahnung warum. Jetzt bin ich die Chefsekretärin natürlich, habe das organisiert und ich bin zufrieden und es ist ein Traum. Zahlreiche Wägen, unzählige Masken und Kostüme und vor allem aber die wirklich ausgelassene Feststimmung prägten diesen Fasching in Neuberg. Die Hexen sind unterwegs beim Neuberger Fasching. Was ist da drin im Kessel? Socken für die Kinder und ein bisschen Alkohol für uns Erwachsene. Neuberger Faschinger Gaude? Ja, extrem! Was ist das Lustige dran? Warum ist es so witzig? Ah ja, weil wir alle cool ausschauen, weil wir alle gut drauf sind. Zieh ich mir ein bisschen schauen, geh mit der anderen mit. Aber bis jetzt haben wir noch keinen zweiten Elefanten getroffen. Vielleicht finden wir noch irgendwann einen zweiten. Wir arbeiten aufs Blausein hin. Sagen, wie geil wir sind.
Für das, dass ihr kein Wasser habt, fahrt ihr relativ gut, oder? Ja, jetzt leider nicht mehr. Boot ist jetzt leider schon stützend am Brücken, aber wir probieren das Beste daraus zu machen. Was war das Highlight bis jetzt? Unsere Buben mit dem Wikinger-Schiff. Ich glaube, ich habe sie eh interviewt. Sie sind hergekommen, auch mit einem Schiffbruch, den sie erleiden haben müssen. Aber ob sie heimkommen, wahrscheinlich schon. Zum Abschluss des kurzweiligen Faschingsumzugs wurden dann auch die nach Meinung der Jury besten Masken prämiert. Wer dabei gewonnen hat? Ja, wir! Juhu! Atomstrom ist grün! Doch auch die anderen Gruppen und Vereine hatten ihren Spaß. Ausgeklungen ist der gesellige Nachmittag dann jedenfalls bei dem ein oder anderen Getränk, bei Würstchen und... Beim Jagdfest sind auf jeden Fall die besten Tropfen. Fasching ist sehr gut bei uns, Faschingsumzug ist immer lustig. Als Chefsekretärin habe ich auch die Ehre, im Namen des Bürgermeisters Danke zu sagen an alle Beteiligten. Es ist einfach einzigartig, die ganzen Betriebe, die Vereine haben mit da. Und die Gemeinde hat sich auch nicht lumpen lassen, hat 10-Euro-Gutscheine ausgeteilt für jeden, der was ein bisschen eine Maske gehabt hat. Und ich als Chefsekretärin bin einfach begeistert, dass das zustande gekommen ist. Danke vielmals. Und das war er, der Neuberger Fasching mit allem, was dazugehört. Uns hat's Spaß gemacht und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja wieder beim kommenden Fasching in Neuberg an der Mürz. Nach dem Faschingstreiben in Neuberg an der Mürz gab es auch im Ortsteil Altenberg einen Faschingsrummel für Jung und Alt. Festwegen und Fußgruppen, kreative Verkleidungen und bunte Gesichter sorgten für gute Laune und beste Stimmung. Schau, das ist jetzt der 17. Umzug da in Altenberg. Ich bin immer sehr stolz und sehr froh, wenn die Leute mitmachen da. Ich bin immer überwältigt, muss ich sagen. Und das freut mich immer. Kleine kulinarische Köstlichkeiten und verschiedene Flüssigkeiten wurden bei der Station Hansl Grabner angeboten. Das Anliegen ist, ein gutes Bier zu trinken. Zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, an jedem Tag. Bevor wir uns in Asphalt hinpicken, picken wir uns ein Bier aus in die Pappen, nicht? Logisch. Ja. Das Thema Bauer sucht Frau ist auch in Altenberg immer aktuell. Milchbauern, Handelbauern, alles haben wir mit. Feste Bäuerinnen, da kommen alle unter die Hauben. Ich sag das immer, meine Alte, das war ein ordentliches Glück, weil die Liebe geht, die Hektar besteht. Und darum glauben die, dass ich noch einen Ries mache. So, jetzt wollen wir es aber genau wissen, wie viel. Wie viel was? Wie viel Geld? Wie viel Geld? Ganz viel Geld, ganz viel Geld. Ja, ungefähr. Ungefähr, ja. Und mein Gefühl. Ausgefallene Ideen und selbstgemachte Kostüme waren beim Faschingsumzug zu bestaunen. Wir sind ein bisschen Wilderer und haben uns schon verwandelt in eigentlich die Viecher, was wir schießen, gell? Ja, ich bin eigentlich darin engagiert worden, dass ich die Fischart ein bisschen dezimiere. Da habe ich mir mal gedacht, ich habe schon erwischt, wenn man da schaut. Gell? Ist nur ein Fuchs gewesen. Wir sind heute die Vogelscheiche. Wir sind Cousinen, beste Freundinnen und seit 2004 jedes Jahr dabei, schneidern unsere Kostüme selber. Das Highlight von unserem Zusammensein ist immer der Fasching in Altenberg. Welche Krankheiten muss man haben, damit man zu euch kommen kann? Alles. Da kann man mit allen kommen. Habt ihr für alles ein Mittel? Alles. Zum Beispiel? Ja, alles mögliche. Durst, Hunger, alles. Übrigens, die beste Medizin bei allerhand Wehwehchen ist Lachen, ist Humor. Heute bin ich in Altenberg beim Faschingsumzug und es ist einfach ein Wahnsinn, wie viele Gruppen das da sind und wie viele Leute. Es ist einfach herrlich und es ist einfach super und jeder freut sich und es ist einfach ein Halligalli, wie es gehört zum Fasching. Halligalli, Geselligkeit, Spaß und gute Stimmung. Das war das närrische Treiben am Faschingdienstag in Altenberg. Leilei!
Ja, zurück zum Studiogespräch mit Haji Akbulut. Und vielleicht fragen Sie sich, wie kann man zwei so konträre Themen wie den Fasching und die Naturkatastrophe in der Türkei und in Syrien in eine Sendung packen? Die Antwort meinerseits ist einfach, das ist das Leben. Und das, auch wenn man feiert, ändert es nichts an der Tatsache, dass auf der Welt Krieg herrscht oder dass Naturkatastrophen geschehen. Schwierig wird es dann, wenn man im Alltag darauf vergisst, wie vielen Menschen es schlecht geht und diesen nicht hilft. Zum Glück ist die Solidaritätswelle groß genug, Menschen in Not zu helfen. Und auch Sie haben eine Hilfsaktion ins Leben gerufen, um Ihren bekannten Freunden, einfach den Menschen vor Ort in der Türkei zu helfen. Wie schaut dieses Projekt aus? Ja, Projekt schaut, ich habe mit meinem Bruder wegen die Treibach, halt hoffen, wir haben ihn kennt, auch welche Lokalen, gell? Und die Menschen, die Bürgermeister und so, kenne ich auch alle dort. Und ich habe Bruder gesagt, gehst du bitte zu Anna, dass wir eine so Hilfsorganisation starten möchten. Und er hat mit Anna geredet, die waren sich super, die haben sie auch uns super unterstützt, wie mit alle, mit dem Zeitung, mit dem ORF, zwar mit dem ORF Kärnten und mit dem Ganzen. Auch, die haben sie ein Konto hintergelegt, ja, dass sie einfach die Leute spenden können. Spenden, ja, können. Und die gleiche habe ich mit Herrn Bürgermeister Rudischer geredet. Er war auch super in gleicher Meinung. Er hat auch mit sehr, sehr, sehr Freude, war mal, haben wir die Gespräche im Lokal zusammengesessen, geredet über das, was wir machen können. Und der Herr Bürgermeister hat auch wirklich mit ganzem Herzen ist hinter mir gestanden, dass wir zustande kommen. Und jetzt haben wir in Bifisal, die haben sie eigenen Raum, dass die Menschen die Sachen dorthin bringen. Das heißt, man kann sehr Sachspenden bringen. Was kann man da bringen? Oder soll also man da bringen? Wichtig ist ganz Babysachen. Mhm. Also was die Hygienesachen irgendwie betrifft, die Warmsachen, die Decken, die Jacken, keine Ahnung, die warme Schuhe. Aber Baby, die Kinder sind ganz wichtig für uns. Und die, auch Geld, wir haben mal, auch der Bürgermeister hat eine Kontonummer hintergelegt für hier. Und ich fahre mit dem LKW selber mit meinen Brüdern zusammen unter. Und die von Gemeinde fährt sicher jemand. Ich will, dass jemand mitfährt. Und das auch alle sieht, wo die Geld, wo die Hilfe hinkommen ist. Gell? Ich möchte mit diesen Sachen direkt zu den Menschen wirklich, was sie in Not sind. Was ich glaube, das ist auch das Wichtige, die Menschen, die spenden, dass sie ganz genau wissen, es kommt mit jemandem genau dorthin und vielleicht bleibt nicht in einem großen Lager, wie man es oft hört, liegen, sondern bei euch ist garantiert, dass es dorthin kommt, wo es gebraucht wird. Es wird mir auch nicht Ruhe geben, weil so von irgendwelchen LKW, ich kann LKW selber zahlen. Also irgendwelche LKW dorthin schicken, Hauptsache habe ich geschickt, irgendwo hingegangen. Nein, ich will bitte mitfahren, ich will direkt zu den Menschen gehen, was wirklich, dass ich selber teilen kann und mit Gemeinde, zusammen mit unserer Gemeinde, einfach zu den Leuten kommen und selber teilen. Auch was diese Gäste, was wir zusammengebracht haben, einfach unten Lebensmittel einkaufen, zieht man die Leute, was sie brauchen einfach. Und gehen wir zusammen mit Gemeinde, wir mitfahren, einkaufen und teilen wir mit und wir machen wieder, wir schicken alle wieder hier zurück zu uns. Also das ist sicher noch eine ganz große Aufgabe und vor allem auch eine sehr emotionale Reise werden. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute. Ich bedanke mich herzlich. Und ja, vielleicht plaudern wir nachher wieder, wenn es ich bedanke mich ganz von meinem Herzen für die ganz großartige Unterstützung von euch. Danke herzlich. Wir machen das gerne. Ich glaube, jeder, der da etwas gibt, ist mit Herzen mit dabei. Und ich sage noch einmal Danke. Und bei Ihnen zu Hause danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, diese Sendung mit diesen beiden konträren Themen hat Ihnen auch gut gefallen. Auf Wiedersehen.